Sascha hier für netbooknews.de, letzter Tag auf der IFA für uns und wir sind in der Halle 20, die komplett von Samsung eingenommen wird. Und Samsung, einer meiner Favoriten bei den Netbooks, ich habe immer noch das NC10 vom letzten Jahr Oktober und das steht auch hier als allererstes auf der Seite. Das ist Samsung NC10 im Intel Atom N270, hat damals einen der größten 6-Zellen-Akku gehabt, 63 Wattstunden, war gut für zwischen 7 und 8 Stunden Akkulaufzeit, non-glossy Display, hat eine spitzenmäßige Tastatur, deswegen liebe ich es ganz einfach auch. Hat ein relativ kleines Trackpad, aber Multitouch. Und wie gesagt, einer der Klassiker, mit dem Samsung sehr erfolgreich auf dem Netbook-Markt eingestiegen ist in Europa und in den Staaten. Das nächste von dieser Reihe ist das Samsung N120, was im Grunde genommen die gleiche Hardware-Plattform bietet wie das NC10, aber im Gehäuse vom NC20 verbaut wird. Also es ist ein Gehäuse für ein 12-Inch-System. Hier aber nur ein 10.2-Inch-Display drin. Dafür habt ihr jetzt auf beiden Seiten ordentlich große Speaker. Das ist also ein bisschen besserer Klang, weil der vom NC10 ist wirklich nicht der beste. Recht großes Trackpad, aber hier auch wiederum nur ein Single-Mouse-Button. Aber das ist auf alle Fälle auch wieder ein Multitouch-Trackpad. Das nächste System auf unserer kleinen Reise durch das Portfolio von Samsung ist das N310. Das haben sie so vor 3-4 Monaten vorgestellt. Basiert eigentlich auf der gleichen Hardware-Plattform wieder wie die beiden zuvor genannten, hat aber ein recht außergewöhnliches Design. Zum einen haben wir hier das Chiclet-Keyboard, was einfach das Tippen generell ein bisschen vereinfacht, dass ihr die Tasten auch vernünftig findet. Und Samsung nennt das ganze Ding Pebble-Design, so ein asiatischer Designer, der das entworfen hat. Kostet ein bisschen mehr als die anderen Systeme, liegt im Moment so, wenn mich nicht alles täuscht, bei 420 Euro. Könnt ihr das über Amazon kaufen. Hier mein persönlicher Favorit im Moment von Samsung, auch wenn ich es von der Größe her nicht mehr in die Netbook-Schiene packen möchte. 11.6-Inch Display, Intel Atom N270, 1 GB RAM, aber anstatt dem 945er Chipset haben wir einfach den Nvidia Ion Chipset und der bietet euch einfach ordentlich Grafikdampf. Das heißt, im Vergleich zum 945er Chipset von Intel habt ihr hier ungefähr um Faktor 10 mehr Performance, wenn es um Grafik geht. Und der Nvidia-Chipsatz, der lässt den Intel GMA 950 Grafikcore da ziemlich alt aussehen. Wie gesagt, 11.6, 1366x768er Auflösung, sehr, sehr großes Keyboard, großes Trackpad und in der üblichen, sehr guten Verarbeitungsqualität, wie wir sie von Samsung bei den zuvor genannten Geräten schon festgestellt haben über die letzten Monate. Dann kommen wir zu zwei 10-Inch-Systemen, die jetzt hier neu vorgestellt wurden auf der IFA. Das ist zum einen das N130. Ich gehe mal davon aus, das wird der Nachfolger des NC10 werden. Etwas anderes Design. Tastatur ist die gleiche, das Trackpad ist ein bisschen größer. Ansonsten Intel Atom N270 wiederum, 945er Chipsatz, 1 GB RAM, 160 GB Festplatte. Aber wie ihr seht, das Design sieht einfach ein bisschen anders aus. Sehr rund, fasst sich gut an, klasse verarbeitet, ist momentan bei Amazon verfügbar für etwa 339 Euro. Das letzte Gerät in der Reihe ist dann das N140, das neue Topmodell bei den 10-Inchern von Samsung. Und wie unterscheidet es sich? Wiederum etwas anderes Design. Das Design baut auf dem Design von dem N130 auf, hat aber hier so eine kleine Chrom-Applikation, also Chrom-Zierleisten auf der Seite drauf. Und hat vor allen Dingen neue Lautsprecher. Es nennt sich hier True Surround XT. Einer der großen Nachteile des Samsung NC10 waren ganz einfach die Speaker, die darin verbaut wurden. Das waren irgendwelche Butterbrotpapier-Quäken. Also nicht die allerbesten. Und weiterer Punkt beim N140 ist ganz einfach, dass das einen ordentlich dicken Akku drin hat. 6-Zellen-Akku, der bis zu 11 Stunden Akkulaufzeit bieten soll. Ich gehe mal davon aus, wenn ihr hier im Internet surft und dabei 8-9 Stunden rauskommt, dann seid ihr schon ganz gut bedient. Das sind die ganzen Samsung Netbooks hier auf der IFA, alle mal auf einen Blick. Das NC20 von VIA vermissen wir. Das haben sie auf der ganz anderen Ecke der Halle hingepackt, so ein bisschen außerhalb der Intel-Systeme platziert. Aber nichtsdestotrotz könnt ihr, glaube ich, ganz gut sehen, was Samsung für ein Netbook-Portfolio in diesem Jahr zur Verfügung stehen hat.